Hilfe, Freunde! Dieser Block oben fällt auf mich drauf! Was soll ich nur tun? Jetzt schnell! Wir müssen was zeichnen, um in Sicherheit zu sein. Und let's go! Wir haben es geschafft! Heute müssen wir den extremsten Level durch unsere Zeichnungen alle Stickmen retten. Und jedes Level wird schwieriger. Was? Zerstöre alle Flaschen? Okay, dann würde ich sagen, nichts einfacher wie das. Wir machen einen Spike und... Oh, es ist ein bisschen wackelig. Okay, okay. Und nein, einer hat überlebt. Nicht dein Ernst. Okay, was, wenn wir einen Spike an die Seite zeichnen? Aha, und so werden alle runterfallen? Nein, nicht wieder... Hey, das ist gar nicht sein. Was, wenn wir einen Ball so von der Seite... Oh... Boom! Okay, jetzt sind aber alle zerstört, oder? Boah, wir müssen jetzt hier ein Schutzschild zeichnen, dass die Pfeile... Oh, ihn nicht treffen. Okay, was ist, wenn wir also eine Schutzblase um ihn herum... Das Problem ist, er darf auch nicht getroffen werden. Und, aha, jetzt haben wir die Pfeile eingekreist. Das Problem ist, er darf auch nicht getroffen werden. Das bedeutet, okay, wir haben die Pfeile jetzt alle eingekreist. Und, jawohl, da steht er mit seinem Schwert. Eigentlich habe ich dich beschützt, okay, Kollege? Oh nein, was probiert er? Oh, er probiert zu balancieren. Okay, wir machen ein Trampolin. Wir machen ein Trampolin. Achtung, nicht runterfallen. Jawohl, alles gut. Oh nein, rutscht weiter, rutscht weiter. Oh, der Baum fällt. Wir müssen jetzt eine sichere Base bauen. Guck mal, ich baue dir sogar hier so ein Dach hier, dass es stabil genug ist. Der Wind ist stark, aber wir sind stärker. Wie kann jetzt den Goblin besiegen? Ich würde sagen, versus. Let's go. Und, oh, okay, er blockiert mit seinem Schild. Aber was ist für ein Zeichen, dass er es nicht mehr blockiert? Oh, okay. Oh nein, jetzt schnell. Schnell, schnell, schnell. Achtung, ich fange dich auf. Halt. Okay, er wurde vergiftet. Okay, ich würde sagen, wir machen das Ganze so vielleicht. Okay, jetzt ganz schnell. Denk nach, was probieren wir, das Ganze so zu zeichnen. Er darf... Oh, nicht umkippeln. Halt still. Halt still. Du hast es gleich. Ja. Oh nein, er wird ein Tor schießen. Schnell. Wir pflanzen einen Baum. Direkt vor ihm. Ja, von wo kommt der Baum her? Keine Ahnung. Ja, wir haben es geschafft. Stopp. Nein, stopp, 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 stopp. Nein, nein. Oh. Puh. Das war nochmal knapp, ey. Fast wäre er runtergefallen. Okay, wie retten wir ihn jetzt am besten? Am besten... Oh nein, die Spikes fallen aber auch auf ihn drauf. Das bedeutet, wir müssen ihn von den Spikes beschützen und dann nochmal auffangen. Noch ein paar Sonderwünsche, aber kein Problem. Dafür bin ich auf jeden Fall da, um alle Stickmen heute zu retten. Und er schießt eine Kugel und... Warte mal, was passiert, wenn ich nichts mache? Und sie bounce wieder zurück. Wow. Okay, was, wenn wir die Kugel so einfangen? Oh! Wir haben sie einfach reingezeichnet. Easy. Und so kann sie nicht getroffen werden. Oh nein, die Kugel fällt auf ihn. Wir müssen ihn beschützen. Und den Motorradfahrer auch. Wir beschützen beide. Halt durch. Bleibt da drin. Hallo? Mach die Bremse aus. Drück auf die Bremse. Damit ihr beide in Sicherheit seid. Er trainiert in der Luft? Warte mal, hallo? So, du trainierst nicht in der Luft, Kollege, ne? Bleib hier. Oh. Ah, das Gewicht ist ihm, glaube ich, ein bisschen zu schwer oder irgendwie sowas. Kann das sein? Aber ich meine, was müssen wir tun? Muss er einfach vielleicht in der... Oh, Box bleiben? Okay, so klappt das Ganze nicht. Wenn wir eine Box zeichnen... Hä? Wird der auch umgeheatet? Was soll ich tun? Was soll ich tun, Kollege? Es tut mir echt leid, dass du so ein hohes Gewicht genommen hast, aber okay. Müssen wir vielleicht das Gewicht aus seiner Hand heaten oder irgendwie sowas? So, wisst ihr, dass wir das Gewicht nehmen? Zack, zack, vielleicht so irgendwie. Du machst es mir echt schwierig, Kollege, aber vielleicht müssen wir echt probieren, die Gewichte irgendwie so abzunehmen. Wisst ihr, dass wir die Gewichte so holen? Oh ja, ja, es funktioniert. Let's go. Was macht jeder? Stopp, hör auf, er muss beschützt werden. Oh mein Gott, das war knapp. Was macht er denn da? Und wieso ist er am Handy beim Arbeiten? Okay, alle Basketbälle müssen in den Korb, dann würde ich sagen, so wie mal so ein Trichter. Wisst ihr das? Alle Basketbälle. Oh, schafft der letzte Basketball. Oh, er wurde fast rausgeheatet, aber alle sind drin. Achtung, da kommt eine riesengroße, wow, XXL-Kugel. Okay, ich wusste nicht, dass sie so stark ist. Vielleicht brauchen wir hier ein bisschen mehr... Oh, was? Sicherheit? Stopp, stopp. Es gibt hier kein Vorbeikommen. Du darfst hier nicht vor... Wow, 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 wow. Ja. Aber es hat fast... Oh, funktioniert. Halt still, Kollege. Halt still. Oh, das war knapp. Okay, Achtung. Der Stein muss runtergeschoben werden. Komm schon. Schieb. Schieb, schieb, schieb. Ja. Kollege, das Tor ist unten. Warte mal, können wir einfach das Tor größer malen? So, wie wenn man einfach hier ein neues Tor hin. So, schieß rein und wie er da liegt. Vielleicht können wir den Ball so abblocken nach unten. Aber er schießt einfach drüber. Oder wir bauen so das Tor ein bisschen größer und dann bauen wir hier eine Blockade hin. Das bedeutet, er schießt erst dagegen und dann... ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber Tor. Okay, und er wird anscheinend von einem Ball umgeheatet oder sowas. Aber keine Sorge, ich bin da, dein Schutzengel.
Wieso steht er so stolz? Er so, yeah, ich werde gleich erledigt. Okay, keine Sorge. Er ist sich sicher, dass ich es schaffe, hier, dass wir ihn beschützen können. Aber, oh. Okay, das wird wieder schwierig. Vielleicht können wir es wieder so irgendwie mit Kritzeln machen. Hör auf, dich zu drehen. Hör auf, dich zu drehen. Stopp. Er muss irgendwie aufhören, sich zu drehen. Okay, das ist echt schwierig. Vielleicht können wir ihn so auffangen. Okay, Schritt 1 ist irgendwie den Stickman zu beschützen. Aber da müssen wir irgendwie die Säge auch noch... Oh, dass sie sich aufhört zu drehen. Okay, noch 2 Sekunden. 1 Sekunde. Yeah, jetzt steht er da richtig. Halt mal, was? Er will ihn da mit dem Bumerang erlegen? Stopp. Oh, der Bumerang. Ha, kommt... Ah, ich dachte, er kommt wieder zurück. Okay, jetzt bauen wir eine richtig krasse Rampe. Achtung, festhalten. Let's go. Wow, wow, wow. Und yeah. Oh, oh. Okay. Alles ist gut gelaufen. Macht euch auf jeden Fall keine Sorgen. Okay. Ist er in Sicherheit? Ist er jetzt in Sicherheit? Konnte ich dir helfen, Kollege? Was, wenn man einfach nur das so zerstört? Oh, wow, wow. Er schwingt einfach nur. Oh, da kommt er wieder. Jetzt bedeutet, wir müssen wahrscheinlich beide Kabel auftrennen. Und voilà. Was ein Kunststück. Und er will hier den ganzen, oh mein Gott, Wasserfall da runter. Wir bauen hier eine Rampe, stopp. Stehen geblieben, kein Stück weiter. Kein Stück weiter, wieder rückwärts fahren. Freunde, wir machen jetzt alles. Wir malen jetzt alles voll, um ihn so zu beschützen. Okay, ich würde sagen, komm schon, jetzt sollte er in Sicherheit sein. Jetzt sollte meine Zeichnung gelöscht. Alles klar, okay. Wir können anscheinend nicht so viel zeichnen, aber so. Oh. Oh, sie fallen in Slow Motion. Okay, ich habe noch eine Idee. Was ist, wenn wir das Ganze so unter der Klippe zeichnen? Wir benutzen die Klippe, um... ihn in Sicherheit zu begeben. Okay, ja. Sehr gut. Sehr gut. Nein, er fällt ins Wasser. Schnell, wir zeichnen ein Boot. Wir zeichnen ein Segelboot. Oh, und das Boot geht auch runter. Aber was sollen wir jetzt hier unter ihm zeichnen? Weil alles, was wir zeichnen, fällt runter und er fällt auch runter. Okay, ich habe noch eine Idee. Wir müssen es wahrscheinlich verhindern, dass er erst runterfällt. Wisst ihr, wir müssen ihn wahrscheinlich irgendwie probieren, aufzufangen. Okay, wir machen das Ganze so. Dann zeige ich mir das Ganze so. Oh, jawohl, er hält sich fest. Sehr gut. Sehr gute Arbeit, Stickman. Oh, da kommt der Volleyball. Wir machen einfach die Linie größer. Okay, das funktioniert nicht so gut. Wir machen das Ganze so. Oh, Achtung. Ja, wir haben ihm geholfen. Also, ich glaube, wir haben ihm geholfen. Der Ball kommt nicht auf seine Seite an. Oder wir müssen ihn einfach beschützen. Geht das Ganze auch nicht? Oder, Freunde, wir malen einen XXL-Stickman hin auf die andere Seite. So, wir haben einen neuen Teamkameraden. Der ist ein bisschen groß. Und der wird jetzt den Ball, boom, auf die andere Seite befördern. Kein Problem. Okay, der Ball muss uns noch, da würde ich sagen, wir zeichnen einfach hinter noch was hin. Das, wow, und, ey, nicht mal, so hast du es geschafft. Okay, er schlägt echt zu stark. Wir machen das Ganze ein bisschen weiter hinter. Jawohl, der Ball ist drin. Oh, wenn das Gewicht nach rechts fällt, dann wird er in die Spikes kommen. Okay, dann würde ich sagen, wir machen die Spikes hier hin. Ah, okay, dann wird er durch die Wand zerquetscht. Das Problem ist, das darf er wahrscheinlich gar nicht erst auf die Waage fallen. Oh, ja, 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 er ist in Sicherheit. Jawohl, okay. Wie er dann auch runterfällt. Oh nein. Was? Er braucht deine Hilfe? Okay, wir machen hier noch eine Kugel und... hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Der Ball muss in den Korb geworfen werden. Dann würde ich sagen, bauen wir so eine kleine Rampe und... oh, Junge. Der ist ein Gegner richtig im Tor gelandet. Komm schon. Okay, wir müssen besser rollen. Roll besser. Ja, ja. Und... ja, komm schon. Jawohl, er ist drin. Okay, Freunde, die Level werden wirklich immer und immer schwieriger, muss ich sagen. Er muss jetzt hier den Fluss überqueren. Yeet. Okay, ich glaube, er braucht ein bisschen mehr Schwung. Vielleicht braucht er noch mehr Gewicht auf der Seite. Ja... ja, oh, er hat's geschafft, alles gut. Aber wie soll der Ball jetzt reingehen, okay? Er fällt einfach nur runter. Wir müssen den Ball irgendwie probieren, rüber so zu katapultieren. Wisst ihr, dass wir vielleicht so einen Katapult bauen? Ja, ja, jawohl, er fliegt. Ja. Okay, aber es hat funktioniert. Es hat irgendwie funktioniert. Wir müssen noch ein bisschen, noch ein Stück weiter, noch ein Stück weiter. Oh, es ist echt schwierig, muss ich sagen. Aber okay, vielleicht so mit bisschen Anlauf. Jawohl, er ist drin. Okay, jetzt muss oben das Ei getroffen werden. Ich glaube, da müssen wir so eine schräge Wand machen, dass es abprallt und das Ei geht kaputt. Ah! Keine Sorge, auch dir werde ich helfen. Auch dir werde ich helfen, was auch immer du da tust oder sowas. Er fällt hier eine Klippe runter oder sowas. Aber, oh, ich verstehe. Okay, vielleicht muss was anderes aufs Brett fallen, dass wir das Gleichgewicht irgendwie aufheben können. So vielleicht, nee. Vielleicht probieren wir es mit so einer schrägen, wisst ihr, so... irgendwie, ja, wir machen einfach irgendwas. So, komm schon, jetzt. Jawohl, er ist in Sicherheit. Ich habe einfach alles gezeichnet, was geht. Und er fällt nicht runter. 2 Basketbälle in einen Korb. Okay, können wir wieder den Trichter machen? Funktioniert das Ganze so? Okay, einer ist drin, aber der zweite noch nicht. Oh, der zweite ist auch drin. Okay, er braucht einen Helm. Er braucht auf jeden Fall einen Sicherheitshelm gegen die Bombe. Ach, von links kommt auch noch was.
Okay, warte. Ich mal dir ein Schild, Kollege. Und ich mal dir ein Helm hier. Wie wir es damit auch nicht? Wir müssen jetzt irgendwie probieren, dass er in Sicherheit kommt, Freunde. Die Level sind wirklich extrem schwierig. Aber wir werden es hinbekommen. Wir werden schon irgendwie hinbekommen, dass... Oh, ja. Er in Sicherheit ist. Und... Oh, wir haben beides blockiert. Oh nein, wir haben Spikes vor ihm. Schnell. Okay, wir zeichnen hier so eine Strecke. Fahr drüber. Bricht dir nichts. Ja, ja, okay. Super Arbeit. Oh nein, der Riese probiert ihn zu punchen. Wir bauen ihm eine Base. Wir bauen ihm zwei Bases. Wir bauen ihm drei Basen. Wir bauen ihm vier Basen. Wenn das jetzt nicht hilft, dann weiß ich auch nicht. Stopp, hör auf zu schlagen. Lass es. Lass es einfach. Oh. Ja, so funktioniert's. So blockieren wir den Schlag. Wir hatten einen Basketball, wir haben zwei Basketball. Natürlich, wir müssen jetzt drei Basketball auf einen Schlag hier reinjieten. Nein. Oh, komm schon. Ey, Freunde, ich habe hier ein bisschen andere Idee. Okay, hier ist erstmal Korb Nummer 1. Dann geht ihr hier, so ab nach unten. Ab geht es den Korb. Und dann würde ich sagen, machen wir das Ganze hier so als Befestigung. Jawohl, Korb Nummer 1 ist drin. Komm schon, roll, schneller, schneller. Roll, 3 Sekunden. Nye, nye, nye. 2 Sekunden und wir haben es geschafft. Was macht er? Er ist am Jonglieren. Aber, oh, da kommt der Stein. Oh, okay, die dürfen jetzt nicht von seinem Kopf fallen. Okay, wir haben es geschafft. Das ist echt nicht sein Tag. Oben, von oben kommt ein Stein und von rechts kommt eine Säge. Okay, okay, okay. Wie sollen wir es schaffen? Wie sollen wir jetzt hier beides schaffen? Oh, zum Dodgen. Ja. Ja, ja, ja. Halt stehen, halt stehen. Alles wird gut. Alles wird gut. Oh, das ist cool. Das ist cool. Das ist ein cooles Level. Wir müssen jetzt alle Blöcke Stück für Stück... Was? Schieben? Wie können wir den Großen vielleicht anditschen? Oder wie zerstören wir alle Blöcke? Können wir einfach... Oh, so vielleicht. So, und wir haben gar keinen zerstört. Wie fallen jetzt am besten hier alle Bricks um? Okay, wir müssen eigentlich sowas Großes zeichnen, dass hier alle umfallen. Ja, der Große fällt um. Jawohl. Ja, das sieht gut aus. Es sieht gut aus. Let's go. Wer kennt's nicht? Man ist auf Toilette und hat kein Toilettenpapier. Kollege, ich helfe dir. Vielleicht können wir das Ganze... Ja, hier, bitteschön. Hast ein Toilettenpapier. Oh, okay, er ist am Dribbeln. Müssen wir vielleicht probieren, eine Rampe oder sowas zu machen. Oh mein Gott, wohin wirft der? Wohin geht der Wurf? Vielleicht müssen wir probieren, den Wurf hier oben zu blockieren. Ja, ich glaube, das wird richtig sein. Das wird schon irgendwie richtig sein. So vielleicht. Er blockt den Wurf und er geht rein. Perfekt, das war sehr gut. Oh nein, er schon wieder. Er probiert es wieder zu jonglieren, aber er schafft es nicht. Okay, diesmal würde ich sagen, so. Oh, bleib in Sicherheit. Ja, sehr gut. Halt alles fest. Aber können wir auch diesen Stickman retten, Freude? Und natürlich. Er wurde zerquetscht. Okay, es war vielleicht ein bisschen zu schwach. Was, wenn wir das Ganze so zeichnen? Ja, okay, wir haben beide Steine eingekreist und er ist gut in Sicherheit. Oh, Achtung, er wird runterfallen. Ich baue dir ein Trampolin, Kollege. Okay, Zeichen darf hier nicht berühren, aber die 10 Tonnen auf seinem Kopf sind natürlich auch ein bisschen ungemütlich. Wie wär's hier mit... Oh, okay, aber ich glaube, so könnte es klappen. So könnte es klappen, ja? Ja, sehr gut, die 10 Tonnen sind weg. Unsere Zeichnung berührt nichts. Wir haben es geschafft. Och, nö, was jetzt? Jetzt kommen die 10 Tonnen wieder. Und jetzt müssen wir den nächsten Stickman retten? Okay, wir malen ihn in eine Blase. Vielleicht ist er in dieser Blase... Wow, okay, sicher, nein. Er ist über alle Wolken hinweg. Können wir irgendwie verhindern, dass die 10 Tonnen überhaupt da drauf fallen oder sowas? Auch nicht. Ich meine, er fliegt eh weg. Das bedeutet, da können wir wahrscheinlich nichts dran ändern. Was, wenn wir ihn aber hier drin lassen? So, nicht wegfliegen, bleib doch hier. So, bleib hier. So, wir müssen das Ganze über die Spikes vielleicht mal, dass er hier drin bleibt und nicht weggeleitet wird. Irgendwie müssen wir probieren, dass... Oh, wir können ja auch hier unten zeichnen. Dass keiner von ihnen wegfliegt. Bleib da, bitte. Bleib da. Ja, bleib liegen. Okay, ihm geht's gut. 10 Tonnen, schon wieder. Okay, du fällst da diesmal nicht drauf. Wir haben es beim letzten Mal gemacht. Letztes Mal hatten wir auch so eine Klippe. Und ich glaube, dann haben wir von hier unten diese Zeichnung. Ah, so festgehalten, genau. Dass er dort in Sicherheit ist. Sehr gut. Wie kann er zu der Flagge kommen? Okay, was passiert jetzt mal, wenn wir nichts zeichnen? Okay, ich würde sagen, wir malen hier noch so eine weitere Flagge hin. Zack, zack. Wohin kommt er? Okay, er fliegt nach rechts. Das bedeutet, wir müssen ihn wahrscheinlich irgendwie so abblockieren, dass er... Whee! Ah, okay, dahin fliegt. Whee! Ja, er hat's geschafft. Er hat sie berührt. Darauf kommt es an. Chicken! Was? Das Chicken ist in Gefahr. Oh nein, ich baue dir ein kleines Chickenhaus, okay? So, meine kleinen Küken, alles gut. Hau ab, Adler. Bleib da schön. Bleib schön oben. Was? Okay, die... Das hat nicht funktioniert. So, wir bauen wieder das kleine Chicken-Haus. Okay, der Adler probiert sie zu schnappen. Und die Küken schauen nur zu. Wir haben den Chicken gerettet. Nicht nur die Stickman schaffen wir es zu retten, sondern natürlich auch Chicken. Und okay, die Basketball. Okay, der eine geht hier lang. Dann würde ich sagen, können wir hier was machen. Und der andere geht da entlang. Ja, okay. Es hat
Okay, hat's geklappt? Ja. Basketball Nummer 1 nach links. Basketball Nummer 2 nach rechts. Und hier machen wir dann einen Kreis drumherum. Jawohl, ey, wir sind ein Profi-Basketballspieler mittlerweile. Sehr gut. Okay, jetzt kommen Bomben ins Spiel. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Aber auch der Bombe können wir easy ausweichen. Ach, was ein schöner, gemütlicher Tag zu angeln. Oh mein Gott, es kommen Bälle von oben. Ich baue dir eine kleine Anglerhütte, okay? So, ich baue dir eine kleine Anglerhütte. Und ich hoffe, hier bist du in Sicherheit und kannst... Nein, in Ruhe angeln. Es tut mir echt leid, Kollege. Das tat mir echt leid, aber ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Oh, was? Okay, also irgendwie ist unsere Zeichnung das Problem. Oh, ja, jetzt. Ja, jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben wir es geschafft. Ja, wie öffnen wir eine Tür? Können wir den Arm... Oh, so länger werden lassen. Hallo, na? Wie cool war das Level denn? Los, schnapp dir die. Zack. Da hab ich dich. Yeah. Wir müssen jetzt hier unseren Finger. Können jetzt anscheinend hier das Handy schnappen. Zack. Ey, das ist ja richtig easy. Okay, die Level sind einfach. Oh, das kleine Mädchen ist in Gefahr. Oh, oh nein. Braves Kätzchen. Ja, ja, ja. Braves Kätzchen. Okay, warte mal. Können wir das Mädchen retten? Können wir das Mädchen so schnappen jetzt hier irgendwie? Ja, komm schon. Komm hoch. Ich rette dich. Batsch. Oh. Oder den Löwen geben. Okay, wie oft können wir... Wow, okay, okay. Wie lang ist unser Arm? Wie lang ist unser Arm? Können wir uns selber retten? Okay, nee, anscheinend nicht oder so. Oh, ah, wow, 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 wow. Okay, sorry. Das hätte ich sein müssen so oft, aber... Wir haben es vor dem Löwen gerettet. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Wir werden... Oh nein, wir dürfen uns nicht erwischen lassen von der Kamera. Das bedeutet, wir müssen unseren Arm über die Kamera herum. Und jetzt schnappen wir uns den Knochen. Wie schlau ist das denn bitte? Schnell, wir retten... Oh nein, okay, die Katze. Können wir die Katze einfach wegnehmen? Yeet. So, und gerettet. Schon wieder die Katze retten. Okay, okay, jetzt ganz schnell hier vorbei. Whee, whee. Wir machen wieder ganz, ganz viele hier. So, dann einmal hier entlang. Links, rechts. Ja, wunderbar. Wunderbar. So, zack, zack. Und jetzt schnappen wir die Katze. Oh, okay, okay. Oh, wow, wow, wow. Und, was? Stopp, hör auf mit dem Bogen. Okay, den Bogen können wir nicht aus der Hand nehmen. Können wir aber den Bogen von hier aus der Hand nehmen. Oh, den Pfeil. Aber geht das Ganze? Können wir den Pfeil so... Ah, wir haben den Pfeil einfach geschnappt. Jetzt kann er nichts mehr tun. Oh, okay, unsere Freundin ist sauer. Da würde ich sagen, hier, ich habe eine... Aua, voll in die Kakteen. Ich hab eine Blume für dich. Hier, bitteschön. Freunde, kennt ihr das, wenn eure Nachbarn auch Krach machen? Wir können einfach unsere Hand hier nehmen. Hui, in die zweite Etage. Und den Stecker einfach ziehen, was? Das wäre praktisch, wenn das Ganze gehen würde. Oder, Freunde, wir pranken ihn. Er will gerade seinen Hotdog beißen. Oh, okay, der Prank hat nicht geklappt. Können wir ihn kraulen? Ja, wir kraulen ihn ein bisschen. Oder von unten. Oh, können wir so einen Hotdog von unten schnappen? Warte mal, Freunde. Zack. Oh, ah, von unten funktioniert es besser. Freunde, kennt ihr das? Ihr habt einfach keinen Regenschirm. Ein kleiner Tipp von mir. Schiebt einfach die Wolken beiseite und die Sonne scheint wieder. Oh nein, schnell, nein, die Katze. Die Katze. Oh nein, und einfach, was soll ich tun? Okay, wir müssen jetzt einen richtigen Weg finden. Wir gehen hier vorbei. Okay. Von unten können wir von unten durch, geht auch nicht. Okay, wir müssen erstmal hier entlang. Ja, dann, okay, hier ist auch zu weit. Okay, oh, hier entlang. Zack, und jetzt hier runter und da haben wir sie. Da haben wir die Katze. Puh, braves Kätzchen. Okay, wir klauen seinen Fisch. Oh nein, wir wurden erwischt. Okay, okay. Ich würde sagen, von hier können wir, das geht auch nicht. Oh, okay, einfach so, okay. Das war einfacher als gedacht, muss ich sagen. Schnell, wir müssen das Feuer löschen. Okay, hier entlang. Dann hier entlang. Ja, dann hier oben. Komm schon. Bloß nicht das Feuer berühren. Wir haben den Feuerlöcher geschafft. Schnell, lösch alles. Das war knapp, Mann. Wir müssen jetzt hier das Mädchen retten. Oh nein. Okay, okay. Wir müssen irgendwie um den Helikopter herum. Oh, um den Vogel herum. Sorry, Mr. Vogel. Ich brauche dich einmal kurz, um das Mädchen zu retten. Yeehaw, yeehaw. Was ist das für ein Krach da unten? Okay, jetzt ganz vorsichtig. Okay, wir gehen lieber um den Basketballkorb herum. Und jetzt... Blub. Ich dachte, wir machen die Musik aus. Sie tanzen einfach weiter. Ich glaube es nicht. Ich glaube das nicht. Ja, wir sind im Kino, aber... Freunde, ich habe ein bisschen Hunger. Oh, warte mal, der ist am Schlafen und... Wir snacken uns... Oh nein, sein Drink, das ging nicht. Kommen wir hier entlang? Auch nicht. Das ist der Popcorn? Oh nein. Ich brauche irgendwas zu essen. Ich brauche irgendwas zu essen. Wie schnappen wir uns das Ganze? Hier entlang? Hier entlang? Auch nicht. Oh, wir haben den Drink geklaut. Okay, okay, sehr, sehr gut. Oh, jetzt brauchen wir noch das Popcorn. Oh Gott, von wo bekommen wir jetzt das Popcorn? Nein, er hat uns wieder erwischt. Okay, das bedeutet, zack, schnell, Drink Cloud. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, schnell, nein. Komm schon, jawohl. Okay, okay, wie bekommen wir die Popcorn jetzt? Ganz schnell. Oh, nipp. kostenlose Getränke. Oh nein, oh nein. Und wir müssen jetzt die Blume klauen. So, wir machen das Ganze so von den Lampen oben und zack.
Da haben wir die Blume geklaut. Okay, wir sind wieder hier und wir müssen jetzt den alten Mann retten. Der ist auf der anderen Seite, aber der Hund ist im Weg. Okay, können wir jetzt hier entlang? Ah, wir brauchen wahrscheinlich Tabletten oder sowas. Und wir müssen ihm dann die Tabletten irgendwie geben. Okay, gib mir doch mal die Tabletten, Kollege, auf der anderen Straßenseite. Ich leih mir die kurz aus. Können wir um den Hund herum? Das geht auch nicht. Um die Autos. Ah, okay. Können die Autos benutzen, um jetzt dem alten Mann seine Tabletten zu geben? Oh nein. Was wieder mit meinem Nachbar los? Kann ich mir das kurz unten ausleihen? Dankeschön. Dankeschön. Ja, aber wir können so nicht das Feuer löschen. Wir gehen von hier. Hier, bitteschön. Hier hast du Feuerlöcher. Let's go. Ach Mann, mein Nachbar oben ist am Fernsehen gucken und ich wünschte. Ew, was ist das? Wir könnten mitgucken und. Hallo, na? Was geht ab, Mann? Und wir gucken mit dem Fernsehen. Und damit konnten wir allen Stickman helfen. Like und Abonnieren nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.